So, und damit wieder herzlich willkommen direkt bei Hogwarts Legacy. Wir haben Guten einen neuen Tag, Brief. ich benötige Hilfe bei einer Lieferung und dachte, Sie wären interessiert. Besuchen Sie mich in J. Pippins Zaubertränke, wenn Sie sich ein paar Münzen verdienen möchten. Neben J. Pippin haben wir Bitte auch... treffen Sie mich so bald wie möglich auf dem Flur im 7. Stockwerk. Ich kenne da den richtigen Ort für Ihre Studien, abseits neugieriger Blicke und Ablenkungen. Darf ich jetzt? Danke. Wir haben auch eine Nachricht von Sebastian bekommen mit dem Offscreen. So, dann gucken wir es nämlich mal. Keine wirkliche Nebenaufgabe, außer die in Hogsmeade. Wohl, gucken wir mal Aufträge. Confringo, Evanesco. Nicht schlecht. Und sprich mit Perry Pippins. Dann würde ich nämlich sagen, das machen wir zuerst. Wie immer startet es. Das sind unsere Hauptmissionen. Hauptmission alles. Die Dinger. Dann machen wir erstmal Pippins. Würde ich sagen, Schnellreise nach Hogsmeade. Die Wanders Village. Da. Auf geht's nach Hogsmeade. In puncto Tränken haben wir alles, was das Schülerherz begehrt. Sehen Sie sich ruhig um. Ja, du wolltest irgendwas von mir. Hallo, Mr. Pippin. Sie brauchen Hilfe bei einer Lieferung? Ja, in der Tat. Für jemanden, der so fähig ist wie Sie, sollte die Reise nach Keenbridge kein Problem sein. Es liegt südlich von Hogwarts. Was soll geliefert werden? Fatima Lawong hat ein paar Unsichtbarkeitstränke bestellt. Früher habe ich das selbst erledigt, aber in letzter Zeit nutzt Fatima jeden Anlass, um zu streiten. Sie beschwert sich unaufhörlich über die Qualität meiner Ware. Wie soll ich Qualität bieten, wenn sie so oft bestellt und mir keine Zeit zum Brauen lässt? Wenn Sie mir diese lästige Aufgabe abnehmen könnten, können Sie das Geld für die Lieferung an Fatima gern einbehalten. Easy. Ich helfe gerne bei der Lieferung. Sie wissen gar nicht, wie dankbar ich Ihnen bin, wahrlich. Hier sind die von ihr bestellten Unsichtbarkeitstränke. Hoffentlich macht sie Ihnen nicht zu viel Ärger. Sie ist selbst eine talentierte Brauerin. Ich hätte sogar nichts dagegen, mal einen Blick in ihr Rezeptbuch zu werfen. Interessant. 1900. Doch. Hätten wir mal schon den Besen. Können wir das nicht irgendwie abkürzen? Ja, wir können hier hin. Ist das hier? Oh, egal. Das sind Prüfungs-Merlins. Da unten müssen wir hin. Würde ich sagen, reisen wir nach Lower Hogsfield. Das ist ein Ort wie aus dem Märchenbuch. Ja, oder? Rebellion. Da natürlich auch noch nicht reinkommen. Hier sonst nichts ist. Oh doch, hier ist was. Aha, erstmal einkassieren alles. War hier nicht noch irgendwas? Ja, hier drin. Sehr schön.
Und hier noch die Truhe. Sehr schön. So, aber dann würde ich sagen, die zwei Sachen verkaufen wir noch mal kurz. Hallo, Mr. Simi. Was kann ich für Sie tun? Was verkaufen Sie hier? Wie kann ich heute behilflich sein? Haben Sie nicht die Kobolde? Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, ich habe die Kobolde getötet. Vernichtet. Exekutiert. Nee, Flippendo habe ich wohl noch nicht. Der hier, oder? Ja. Es gibt nämlich einen Erfolg, dass man Kur damit führt, damit umschubst. Rebellio. Da waren wir ja schon. Erledigen Sie meine Aufgaben und suchen Sie mich dann in meinem Klassenzimmer auf, um den Abtrennzauber Defindo zu lernen. Er dient dazu, Objekte zu zerschneiden, kann aber auch eine mächtige Waffe sein. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Nein, ja, auch ganz echt schwierig. Nö. Rebellio. Incendio. Auch nicht. Bin ich gleich mit Accio irgendwie? Accio. Revelio. Ah, da ist noch einer. Accio. Revelio. Hier vielleicht eins noch übersehen. Revelio. Nö. Ich mag diese Rätsel echt nicht. Es ist ja aber auch nichts an den Dingern.
Revelio. Incendio. Verwirrt mich. Verwirrt mich sogar sehr. Ah! Akio. Gar nicht so knifflig, Merlin. Boah, war das mies. Tschüss, war das mies. Ah, ich stehe in Merlin drinne. Ihr Unholde. Revelio. Die Quick hat irgendwas. Schon krass, die Ländereien hier riesig. Aber halt auch demnach nicht zu entdecken. Na, wir machen mal so eine große Erkundungstour, würde ich sagen. Wenn wir unseren Besen haben. Hier ist wieder irgend so ein Hügelding. Revelio. Da war die Koboldfeste. Sind sogar wieder Kobolde. Wenn wir doch schon mal hier sind. Mal sehen, was du diesmal zu... Deinen Tod rächen. Das war erbärmlich. Ein Moment. Wie unglaublich. Was für eine bedauerliche Geschichte. Meine Zeit ist bald um, Kindchen. Ich werde mich rächen. Wir versuchen da. Sofort runterlassen! Damit kommst du nicht davon. Was ist da schon tot? Ein Anhänger weniger, Renrock. So. Merlins Rätsel. Diese In-Kampf-Aufgaben zu erfüllen sind schwierig. Revelio. Ja. Ah. Akio.
Revelio. Hier sind die nächsten Kügelchen. Alle mal schön hoch. Das war, glaube ich, hier noch sowas. Ja, nur wo sind die Kügelchen? Alle unten. Das war jetzt nicht so durchdacht. Ja, schön bei Fuß, liebe Kügelchen. Erledigt. Yeah. Eine der übrigens besten Zauberkombinationen, die man spielen kann, ist Expelliarmus, Accio, dann Glacio und Incendio. Es ist so ein One-Kill. Revelio. Funktioniert halt nicht wirklich gut gegen größere Gegner, ein Wolf. Jetzt schaffe ich das aber. Komm her. Ja, sehr schön. Manche schaffen wir ja doch noch davon. Komm, lauf doch mal richtig, Mädel. Ach, Digga, dein Ernst, schon wieder eine Prüfung, Merlins. Gucken wir uns mal eben an. Oh, da ist was Süßes. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Irgendwas damit zu tun haben. Revelio. Nee, das gehört schon nicht mehr dazu.
Nein. Revelio. Revelio. Hat das was mit Lumos vielleicht zu tun? Lumos. Hat das doch was mit den Viecherchen zu tun? Oh, ho, 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 ho. Aha. So, da. Da sind die letzten. Merlins kriegen mich nicht klein. Das war bisher eine gute Folge. Das hat einen Controller. Oh. Mein Controller scheint ein Update zu brauchen. Wer hier wohl wohnt? Dieser Pippin sollte längst hier sein. Madame Lawong, ich habe eine Lieferung von J. Pippins Zaubertränke. Ha! Schickt ein Kind vor, um seine Arbeit zu erledigen, was? Er nimmt immer den einfachsten Weg, um es sich leicht zu machen. Mussten Sie die etwa auch für ihn brauen? Spielt keine Rolle. Sie können das vermutlich ohnehin besser als er. Warum bestellen Sie bei ihm, wenn Sie mit der Qualität nicht zufrieden sind? Anscheinend versuchen immer mehr meiner Kunden, sich vor mir zu verstecken. Ich verurteile das nicht. Sie wissen ja nicht, welchem Druck ich ausgesetzt bin, hochwertige Produkte zu liefern. Im Gegensatz zu anderen Verkäufern bemühe ich mich um zufriedene Kunden. Hier sind die angeforderten Zaubertränke. Glauben Sie, dass das so einfach ist? Ich weiß, dass Pippin seine Kunden ständig hinters Licht führen will. Er tut alles, um auf Kosten der Qualität einige Gallionen für sich zu sparen. Sie sehen keinen einzigen Knut, bis ich weiß, dass die Zaubertränke funktionieren. Trinken Sie! Klingt einfach. Das mache ich. Das hoffe ich doch.
Sie scheint zu wirken. Nun, ich vermute, das genügt. Wenn die Tranknachfrage so groß ist, ist es dann nicht einfacher, mit anderen zusammenzuarbeiten? Vielleicht durch Kombination ihrer Rezepte und Fähigkeiten? Ha! Keine Chance. Dieser Nichtsnutz hat seinen Laden geerbt. Wir anderen mussten unseren eigenen Weg gehen. Er soll nicht von meiner harten Arbeit und meinem Verstand profitieren. Wenn er scheitert, dann soll er nur. Sie erwähnten, dass immer mehr Kunden versuchen, sich zu verstecken. Warum eigentlich? Nun, ich kann nicht für alle sprechen, aber meine Erschwinderinnenkundschaft hat sicher ihre Gründe. Aber das würde ich an ihrer Stelle ganz schnell wieder vergessen. Ich lasse Mr. Pippin wissen, dass ich die Tränke wie gewünscht geliefert habe. Tun Sie das. Was verkaufen Sie hier? Wonach suchen wir heute? Danke für den Besuch. Ich weiß das zu schätzen. Tja, dann würde ich sagen, wir haben das gemacht. Wir holen uns noch die Schnellreise hier. In Keenwood. Und nächste Folge erkunden wir das hier ein bisschen. Kann das sein? Bis dahin. Eine Prüfung Merlins? Reingerockt.